Okay, also Koch einkaufen, zurück in den Bereich, wo das, wie heißt das nochmal? Osterinselgesicht war? Genau dahin. Oh, und wir sollten unser Fröschli wiederbeleben. Der ist doch schon irre praktisch, wo ich gerade die ganzen Fledermäuse hier sehe. Genau, ihr kommt alle mit. Nicht wegfliegen, schön hier bleiben. Geronimo, oh, das war episch. Im Flug die noch runtergeholt. Stirb. Ha, die können nicht aus der Karte raus. Sehr schön. Sind wir hier überhaupt richtig? Nö. Wir müssen nach links zurück und nach unten. Komm, da kommst du schon rauf. So. Unser Türen rein. Nö, nur ein Herz. Unser Türen rein. Sag ich doch. Hallo, Koch. Boah, ich mag das neue Schwert. Das ist echt super. Au. Die Rüstung auch, wir kriegen viel weniger Schaden. So, wie viel Geld haben wir denn? 225. Das ist schick. Wir hätten gerne F2? Nein, F3. Wir haben einen Regenerationstrank. Da könnten wir mal zwei draus machen. Und wir haben viel zu wenig hiervon. Wir bräuchten auch bald mal bessere Heiltränke. Fällt mir so gerade auf. Vielleicht denkt man, wenn wir jetzt so ganz weit runter sind, so bei 10% Lebenspunkten, dann müssten wir so drei Tränke trinken, bis wir wieder auf Max sind. Schon ein bisschen krass. So, ein noch. Und das reicht. So, Regeneration einmal. Heilung neunmal. Sehr schön. Können wir vielleicht hier neue Sachen kaufen inzwischen? Nö. Also hätte ja sein können, dass man ab einem bestimmten Level nach und nach andere Sachen bei Händlern freischaltet. Jetzt scheint es eher so zu sein, dass man andere Händler finden muss. Also gibt es vielleicht irgendwo noch einen Koch. Komm. Okay, es hat keinen Sinn. Wiederbelebungsdingen. Es gab das beim Koch oder gab das bei dem anderen? Gucken wir kurz. Hallo, wir hätten gerne diverses. Das heißt, hier rein, da raus, da rum, nach oben zu dem ersten Händler. Da gucken wir nach dem Wiederbelebungsdingsbums. Und danach können wir nochmal zum Waffenhändler gucken. Also hoch. Darauf. Achso, da hoch. Da lang. Inzwischen lohnt es auch schon gar nicht mehr, auf die Keule zu wechseln. Ich meine, ein, zwei Mal Gegenschlag gegen so eine Kiste mit dem Schwert passt auch. Heißt, die Keule brauchen wir echt nur noch gegen Gegner, die schwer gepanzert sind. Wie diese komischen Stacheldinger. Zack. Was machst du? Du machst Aua. Du machst wegteleportieren? Nö, du stirbst einfach nur. Pfeile, sehr schön. Geld noch sehr viel schöner. Obwohl, nö, Pfeile ist momentan wichtiger. Haben nur noch 35 Stück. Ist echt nicht viel. Wir hätten gern ein Funke des Lebens, kostet 100 Goldstücke. Ich glaube, so viel ist mir der Frosch nicht wert. Ehrlich nicht. Der stirbt doch gleich wieder. Nö, das lasse ich jetzt einfach mal. Ja, Teleportation zu Zoran für nur 5 Gold. Hatten wir die schon mal gekauft? Kampfmeisterschaft. Teleportation zur Küche. Nö, hatten wir nicht. Dann hätten wir jetzt gerne Teleportation zu Zoran. Dreimal. Hitze, Aura. Phasentür, nee. Nee. So im Nachhinein könnte ich auch eine Jakobsmuschel kaufen und mal hierher zurück teleportieren. Na komm. So, F1.
Wo ist das Ding? Elfisches Ohr. Nein, wir wollen kein elfisches Ohr. Das war eine Muschel. Verdammt. Da ist ein Rubin. Stab des Frost. Ah, da ist die Muschel. So, du kommst jetzt mal hier hin. Du kommst jetzt mal da hin. Rüstung kommt da oben hin. Ingredienzen kommen hier unten hin. Grün. Achso, das ist grüne magische Essenz. Blaue magische Essenz. Roter Schleim. Rote Essenz. Lila Essenz. Die ganzen Lichter können wir verkaufen. Also, verkaufen. Wir würden gerne loswerden. Das Licht, eine Münze. Das Licht, eine Münze. Unser T-Shirt und Jeans. Drei Münzen. Unsere Waldhüterrüstung. Den einfachen Dolch. Das Licht. Das Licht. Kutschwert des Kriegers 46. 80. Nö. Du weg. Du weg. Tränke. Dahin. 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 Das sind die besseren Tränke. Waffen kommen alle nach oben. Rubin kann weg. Feuerzeug ist stylisch. Kommt mal da oben hin. Schriftrollen kommen über die Tränke. Ja. Speer kommt nach oben. Streitkolben. Können auch beide weg. 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 Streitkolben des Geübten. 46. Kann auch weg. Langsames Gift kommt dahin. Trophäen aus Kämpfen gegen Elfen. Könnte für ein paar Münzen verkaufen. Okay. Ingredienzen hier hin. Komisches Zeug da oben hin. Können auch verkaufen. 120 Münzen für Elfenunterwäsche. Wow. Rohrgas-Axt. Haustier. Kommt mit zu den Waffen. Also, Waffenrüstung, Licht und Schlüssel, Schriftrollen, Tränke, magische Kinkerlitzchen, Ringe, Alchemiezutaten. Gute. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber war es wert, würde ich sagen. Was jetzt? Karte. Wir haben jetzt ganz schön viel Kohle. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück zum Koch und hole mir auch von ihm dieses Hinteleportier-Ding. Also darum, darum, darum. Waren wir hier doch richtig, ne? Rechts rum. Achso, und ich kann mal. Aha. Heiligenschein. Nicht mit rechts. Heiligenschein, Schnelltaste. Ja, mit Shift 1. Okay, und du? Schnelltaste, Shift 2. Also Shift 1, Heiligenschein, Shift 2, Zorans. Shift 3 dann später. Oh, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Ich glaube schon. Na gut, bringen wir euch kurz um. Oh, Rubin. Da mache ich doch gerne mal einen Fehler. Genau, wir müssen wieder nach links. Wir müssen da wieder. Warum schafft er den Sprung da nicht? Wir müssen da nach unten. Da nach unten. So. Hier ist immer noch aufgeräumt. Gut so. Und wir hätten jetzt gern das Teleportier zu dir hinding. Kaufen. Diverses. Muschel. Inventar. Muschel gleich richtig einordnen. Dich. Schnelltaste. Shift 3. So. Achso, Shift 1. Goodie. Speichern. Mhm. Nicht, dass wir das ganze Sortieren neu machen müssen. Und jetzt nach links oben und zurück in das neue Gebiet.
bewaffnet mit Heiltränken, komischen Schriftrollen und was weiß ich. Dürfte gleich wesentlich entspannter sein. So. Genau. Hops. Ich will irgendwie immer doppelt in eine Richtung drücken, um schneller zu laufen. Ich weiß auch nicht. Das werde ich nicht los. So, ganz viel Wurmzeug. Und stirb. So. Oh, ich kann einfach mal spaßeshalber. 5. Oder war es ein Instant-Kill? Nö. Null Schaden durch Feuerball, der ja auch noch Ressourcen kostet. Das ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Oh. Na komm, krieg weiter. So. Das war die Grüfte. Nein, das waren die Katakomben. So, roter Schleim, roter Schleim. Was war das da oben gerade? Doofer Dieb. Ja, okay. Das war jetzt sehr toll. Oh, und warte mal. Hier waren wir noch gar nicht, sonst hätten wir die anderen Bereiche schon aufgedeckt. Genau. Oh, stimmt. Ich erinnere mich an was. Bogen. Oh, das klappt ganz gut hier. Einfach immer wieder so. Nicht gierig werden, nicht gierig. Langsam verbrennen, langsam verbrennen. Oh. Komm, einmal schießen reicht. Au. Okay, Heiltrank 0. Flunk. Genau, das meine ich. Einmal Heiltrank getrunken, nicht mal Hälfte voll. Nicht schön. Echt nicht schön sowas. So, du mich auch, komisches Ding. Ting. Kommen wir hier? Oh ja. Nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Oh. Da funkelt was. Ja, ich weiß, ich sollte erstmal den Gegner umbringen, aber da funkelt trotzdem was. Oh, lauf. Vielleicht hätten wir Bogen doch ein bisschen mehr skillen sollen. Irgendwie kriegt der fast gar keinen Schaden. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt umbringen sollen, aber Reflex ist einfach erstmal töten. Oh, das auch. Kleiner Rubin. Was ist mit diesem Haufen Steine hier? Einige von ihnen sehen aus, als wären sie graviert worden. Ja. Hammer? Nö. Hm. Gravierte Steine. Na gut, vielleicht können wir bei dem hier was machen? Nö. Strahltes Frostbolzen. Okay. Noch mehr gravierte Steine. Viel mehr gravierte Steine. Wir kriegen bestimmt irgendwann einen Gegenstand, mit dem wir dann jeden gravierten Stein irgendwie aufbrechen können. Da oben ist ja so ein Bowser-Gate. Oh, Tür. Sieht irgendwie komisch aus. Oh, Herzen. Gute Idee. Wir bringen einfach mal ganz viele davon um. Haben wieder volle Lebenspunkte. Und Essenzen. Zack, zack. Zack. Nirgendwo was zum Anzünden, ist ja auch ganz schön lang hier. Na gut. Alles Erfahrungspunkte, Lebenspunkte, Schleim und Rubine. Kann ich mit leben. Du noch mit. So, sind gleich voll. Schön. Oh.
geht es wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Finde ich jetzt irgendwie nicht sehr sinnvoll. Also abgesehen von der Kampferfahrung und dem Loot, aber ein Gang, der einfach nur im Kreis führt. Ich muss da links irgendwas übersehen haben. Gucken wir mal. Da ist schon mal kein Secret. Stimmt. So, letzter Wurm. Und voll Lesbutte. So muss das sein. Ja. Das ist echt. Was zur Hölle? Da oben links sehe ich so eine Treppe. Ganz leicht im Dunkeln. Ist da vielleicht eine Farmecke hier? Die echt dafür da, nur dafür da ist, Gegner zu töten, rote Sensen zu farmen und das war's. Kann sie auch mal geben. Ach, da ist noch eine Schatztruhe. Das macht schon mehr Sinn. Komm schon. Langsames Gift. Boah. Nö. Also. Zack. Oh, da waren Dings. Was sind das für komische Geräusche? Da unten ist was. Aber ich will erstmal gucken, was hier ist. Aha, ein neues Dingsbummens. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt mal machen, speichern und in der nächsten Folge gucken wir uns da wieder um. Jetzt haben wir ein Gate zum schnell zurückkommen. Also bis gleich.